Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Food Vlog. Heute gibt es mal wieder was von McDonald's. Yay! Und zwar den Nürnberger und die Curly Fries. So, als allererstes ziehe ich mir mal die Curly Fries rein. So sehen die aus. Oh, nicht schlecht. Sehr lecker. Dürfte nichts anderes sein als Pommes in Kringelform. Aber schön. Schön gewürzt. Wunderbar. Ich habe mir hier dazu eine kleine Portion Pommes geholt. Zum Vergleich, ne, wie die aussehen. Dann lieber die Curly Fries. Das zaubert einmal ein Lächeln auf die Lippen. Okay. Tun wir die mal auf Seite. Eine rausgefallen. Muss man ja auch noch spachteln. Jetzt kommt der Nürnberger. Haben wir hier normales Kaiserbrötchen, ja, die Sonne kommt hier stramm rein, also normales Kaiserbrötchen und drei kleine Nürnberger Würstchen drauf, Senf, könnte man auch auf dem Weihnachtsmarkt so servieren, die Curly Fries, 2,79 und der Nürnberger, 1,89. Na, hoffentlich schmeckt er auch so. Okay, guten Appetit. Mal hier gucken. Na, ein bisschen mehr Sand hätte sein können. Aber nicht schlecht. Die Currywurst, die sie mal gemacht haben, die hat mir gar nicht gefallen. Aber hier bin ich zufrieden. Für den Preis ist das okay. Oh, eine Mega Curly Fry. Pack mir jetzt so eine hier drauf. Verrückte Idee. Ne? So. Nicht schlecht. Oh, mal für ein Vorschaubild. Okay. Also kann ich beides empfehlen, schmeckt gut. Ja, die Curly Fries sind richtig geil gewürzt. Guckt euch das an. Wow. Sehr lecker. Könnte ein bisschen krasser sein, dann wäre es perfekt. So, danke euch fürs Zuschauen. Mal wieder seit langem ein McDonald's-Video. Überhaupt seit langem mal wieder bei McDonald's gewesen. Im Augenblick ein paar riesengroße Burger. Wow. Nun gut, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, Food Vlog, was auch immer. Tschüss, Mario, schwenkt den Hut. Tschüss, hau ab und schwenkt den Nürnberger. Ciao, ciao.